schließen sich. Das heißt, wir starten mit unserer Session. Ich bin extrem positiv überrascht, wie viele Leute zu dieser Session gekommen sind. Und ich hoffe, ich vertreibe euch nicht gleich mit meinen ersten paar Hinweisen. Im Gegensatz zu allen meinen anderen Sessions, die ihr auf der Basta gesehen habt, werdet ihr hier und in dieser Session keinen Code sehen. Kein Live-Coding, sondern es wird eine möglichst interessante und kurzweilige PowerPoint-Schlacht. Keine Angst, es werden hoffentlich interessante Informationen dabei sein, aber wir werden uns primär mit strategischen, produktpolitischen Überlegungen, meinen Architekturphilosophien rund um User Interface und mit den Kopfschmerzen, die mir persönlich als Softwareunternehmer das Thema User Interfaces immer wieder bereitet. Das war mein Anliegen mit dieser Session. Es wird eine opinionated Session werden. Das heißt, ich gebe in vielen Punkten meine persönliche Meinung wieder und viele dieser Punkte sind natürlich wunderbar geeignet, um darüber zu diskutieren, um nicht sozusagen darüber herumzustreiten. Also nehmt diese Session als das, was sie sein soll. Ein Gedankenanstoß, eine Sammlung von Ideen, die hoffentlich für die meisten von euch da oder dort etwas Wertvolles beinhalten. Aber keinen technischen Deep Dive und kein Live-Coding. Ich darf mich, bevor wir ins Thema einsteigen, kurz vorstellen. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Rainer Stroppeck, ich komme aus Österreich, aus dem schönen Linz, habe dort eine eigene kleine Firma, Software Architects heißen wir, und wir bauen Software für die Cloud, Software as a Service. Das machen wir schon lange. Teilweise bauen wir diese Software für uns selbst, das heißt, wir vermarkten sie als Software as a Service Lösungen. Und teilweise nehmen wir diese Software auch und erstellen mit auf Basis eines zugrunde liegenden Frameworks kundenspezifische Lösungen, die dann unsere Kunden wiederum als Software-as-a-Service-Lösungen anbieten. Also Software-as-a-Service ist so die Klammer, die sich über alle unsere Produkte drüber spielt. Und natürlich haben wir auch mit User-Interfaces zu tun. Und wir haben jetzt sehr viel mit User-Interfaces zu tun und daher bin ich zu dieser Session hier gekommen. Ein Hinweis. Diese Session, hier geht es nicht um User Interface Design. Hier geht es nicht um Mode, wenn man so will. Ich weiß schon, User Interface Design, das ändert sich im Laufe der Zeit. Teilweise um Usability-Verbesserungen zu machen, teilweise als Anpassung an technische Möglichkeiten. Man denke an Conversational User Interfaces mit Alexa und Co. Aber in vielen Bereichen handelt es sich auch einfach um Design, um Modeerscheinungen. Die Technik, technisch zwingende Gründe gibt es nicht immer, manchmal gibt es sie. In dieser Session wollen wir uns aber mit technischen Aspekten, mit produktpolitischen und unternehmerischen Aspekten beschäftigen und wir wollen uns nicht mit User Experience Design oder User Interface Design auseinandersetzen. Ein ganz wesentlicher Punkt, also bitte erwartet das nicht, dass wir das in den nächsten, und darum wird es in den nächsten 60 Minuten nicht gehen. Wir werden über Technologien sprechen, über Ansätze, über Architekturprinzipien, mit denen sich verschiedenste User Interface Designs und Interaktionsdesigns umsetzen lassen. Aber wir werden das Design selbst nicht in den Mittelpunkt stellen. Was werden wir angehen? Wie strukturieren wir die kommenden 60 Minuten? Wir werden beginnen mit einer kurzen Beschreibung meiner persönlichen Wanderung. Was hat sich so in den letzten 10 Jahren meines Unternehmerdaseins seit der Gründung von Software Architects, ziemlich genau 10 Jahre her, getan? Durch welche Täler mussten wir durch? Über welche Gipfel durften wir drüber? Worüber dürften wir uns freuen? Und was hat uns maßlos geärgert in Sachen User Interface? Dann möchte ich gerne darauf eingehen, wie ich persönlich in unserer eigenen Firma und in meiner Beratungsarbeit gemeinsam mit Kunden, wie ich an das Thema User Interface Technologieauswahl rangehe. Was sind für mich Einflussfaktoren? Ich möchte euch eine etwas strukturiertere Ideensammlung mitgeben, wo man nicht einfach aus dem Bauch heraus sagt, Cordova, Ionic, ich habe einen coolen Talk von XYZ gehört und deshalb ist das die User Interface Technologie, die ich machen will. Nein, lasst uns ein wenig darüber nachdenken, welche Einflussfaktoren es gibt rund um User Interface, Technologie und Architekturentscheidungen. Das führt uns zum nächsten Thema, technische Architektur. Wenn wir mal eine User Interface Plattform ausgewählt haben, wie bauen wir die in unsere Lösung ein?
Was liegt am Server, was liegt am Client, wie machen wir das Ganze anpassbar, wie machen wir das Ganze bereit für Software as a Service, was geht, wie lösen wir Offline-Probleme und viele andere Dinge mehr. Multi-Tenancy, darüber werden wir sprechen. Alles, was so die Architektur in Sachen User-Interface, aber bitte nicht nur zu klein zu denken, nicht nur MVC, MVVM, sondern die Architektur der Gesamtsoftware, die dazugehört, damit ein User-Interface erfolgreich sein kann. Das wird unser dritter Teil sein, mit dem wir uns beschäftigen. Und am Schluss habe ich noch eine Folie mit 5 persönlichen Tipps für euch zusammengesammelt, was ich euch gerne mitgeben möchte zum Thema User Interface, Auswahl, Design und wie man mit diesem Thema umgeht. Das wird so unsere Wanderung durch die kommenden verbleibenden 50 Minuten circa sein. Beginnen wir mit dem Thema Hintergrund. Als wir vor circa 10 Jahren unser aktuelles Unternehmen gegründet haben, war für uns klar, wir bauen eine Multi-Tenant Software-as-a-Service-Lösung auf Basis der Azure Cloud. Und dann haben wir uns als erstes überlegt, okay, wie bauen wir das User-Interface? Jetzt müssen wir uns 10 Jahre zurückdenken, was waren so Dinge wie Angular gab es da noch nicht. JavaScript in großem Stil im Browser gab es da noch nicht. Da gab es andere Technologien, andere Ansätze. Für uns war aber immer ein Faktor ganz wesentlich, und das war die Offline-Fähigkeit. Das haben wir immer ganz vorne angestellt, da werde ich dann später noch etwas näher darauf eingehen, warum das für uns so wesentlich war. Und aus diesem Grund haben wir mit einer Technologie begonnen, die wir auch sehr gut gekannt haben. Auch darauf werden wir noch eingehen. Wir haben vor 10 Jahren mit WPF begonnen. Da ist dann eine Applikation rausgekommen, die hat dann irgendwie so ausgesehen, ein wenig grafisch und ein wenig tabellarisch. By the way, die Folien stelle ich euch sehr gerne zur Verfügung, wenn ihr sie haben wollt, überhaupt kein Thema. WPF war damals unser Thema. Und der Gedanke, die strategische Überlegung vor 10 Jahren war, wir wissen, wir starten mit einem WPF-Client, weil wir unbedingt eine Desktop-App brauchen, um offline-fähig zu sein. Gleichzeitig wissen wir auch, dass wir über kurz oder lang in den Browser wollen. Denn nicht alle Kunden wollen Software installieren. Wir müssen auch in den Browser. Und nachdem wir als Startup nur begrenzt Geldmittel zur Verfügung haben, das vereint uns auch mit manchen großen Unternehmen, denn auf Department, auf Abteilungsebene ist das Budget manchmal knapp. Aus diesem Grund können wir es uns nicht leisten, für Web und Desktop 2 verschiedene Lösungen zu entwickeln. Und da hatten wir die geniale Idee. Ihr wisst, was jetzt kommt. Ja, wir erobern den Browser, Silverlight. Und ich möchte euch das nur kurz zeigen und ich werde auf diese Gedanken einmal später noch eingehen. Wenn ihr jetzt irgendwo Twitter, der Stroppel zeigt einen Internet Explorer mit Silverlight auf der Bastard 2018, ja, dann werde ich krankig. Ja? Nichtsdestotrotz, schaut her, ein wunderschöner Zeiterfassungskalender, wo ich navigieren kann, wo ich meine Listen abfragen kann, funktioniert top, genauso wie ich mir das vorstelle. Ja? Sieht doch toll aus und genauso, ich könnte das Ganze noch vergrößern, ihr wisst ungefähr, wo ich hin will. Und jetzt schauen wir uns das Ganze in WPF an und toll, ein Zeiterfassungskalender und seht ihr den Unterschied? Na eben nicht, das ist genau der Punkt. Das war mein Masterplan und er ist sowas von in die Hose gegangen, das könnte ich gar nicht vorstellen. Wir werden noch darüber reden, jetzt bleiben wir einfach mal bei meiner persönlichen Leidensgeschichte. Das hat mich damals schon ein wenig getroffen, als ich das gelesen habe. Nichtsdestotrotz, was ich jetzt gerade hergezeigt habe, ist live. Ja? Es geht noch. Und unsere Kunden mögen es. Wir haben Kunden, die sagen, lass mich mit dem blöden HTML in Ruhe, Silverlight funktioniert so gut, ich will mich nicht ändern. Warum? Ja, das gibt es immer noch und wir werden dann später noch darauf eingehen. Ja, wir haben dann natürlich gesehen, dass Silverlight irgendwie nicht so ganz die User-Interface-Technologie der Wahl sein wird. Also haben wir gesagt, wir machen uns bereit und machen uns auf eine Reise und haben unser WCF durch RESTful Web APIs ersetzt und unsere individuelle Authentifizierung durch Standards wie OpenID und OAuth und all diese Dinge. Wir haben also langfristig vorbereitet. Das war eine mehrjährige Reise, wo wir gesagt haben, am Ende wollen wir XAML begraben. Wir werden den Tag feiern, an dem wir unseren Silverlight-Bild einfach löschen können. Den gab es noch nicht, diesen Tag, der ist noch in der Zukunft. Und wollen irgendwo in eine RESTful Web API, damit wir bereit sind für das kommende User Interface. Und dann haben wir gesagt, jawohl, das wird's, wir brauchen den Browser. Haben von Grund auf neu zu entwickeln begonnen. Ja, dann hatten wir Entscheidung, die nächste, die gut war, aber auch wieder nicht ganz so gut. Wir haben nämlich gesagt, TypeScript, die Entscheidung war super. Und dann haben wir gesagt, AngularJS. Ja, AngularJS 1. irgendetwas.
schöner grafischer Kalender, die ganzen tabellarischen Geschichten, das sieht dann irgendwie so aus. Ihr seht auch da genau, wie ich es mir vorstelle, kann hier genauso navigieren. Nehmen wir den her, da kommt auch eine Liste raus, die sieht gar nicht so unähnlich aus. Ich kann genauso herumgruppieren und wie ich mir das eben so vorstelle. Das sieht alles gar nicht so schlecht aus. Ja, schon, aber ja, das ist die nächste Story, ja. Dann kam ein paar Monate später so ein kleiner Artikel, ja, Angular 2, und da gab es dann diese berühmte Slide, Angular 2, Rest in Peace, und da standen dann viele Dinge drauf, die ein ganz elementarer Bestandteil unserer gesamten Softwareentwicklung waren im UI. So, ihr müsst euch vorstellen, ich komme aus einem Unternehmen mit ganz wenig Leuten und wir haben keinerlei Venture Capitalists, unser gesamtes Unternehmen basiert auf Cashflow und jede Entscheidung, die wir treffen, spüren wir in der persönlichen Geldtasche. So eine Entscheidung ist nicht ein anonymes Budget und vielen von euch wird es wahrscheinlich ähnlich gehen, sondern das ist meine berufliche Zukunft. Diese Dinge sind wesentlich. Und natürlich, nicht erst da, habe ich viel darüber nachgedacht, wie gehe ich mit dem Thema um? Wie geht man mit dem Thema User Interface Technologien um? Wie, genau in dieser Welt nämlich, wo sich das Ganze so schnell dreht, was tun wir hier? Und wir haben zum Glück, und das war der Grund, warum wir auch heute noch sehr glücklich sind mit unseren Produkten, vor 10 Jahren einige Designentscheidungen getroffen, die es uns ermöglicht haben, dass wir die Reise durch die verschiedenen User Interfaces von WPF mit WCF Backend über Silverlight mit WCF Backend über Angular 1 mit REST API Backend bis zu Angular aktuell 5 mit REST API Backend und OData und Power BI und allem drum und dran. Da gab es eine Sache, die hat es uns ermöglicht, diesen Weg relativ smooth zu gehen. Und genau darüber werde ich dann in der Architektur-Session drüber reden. Aber das ist so ein wenig der Hintergrund. By the way, über dieses Slide, ich gehe nur kurz drüber, aber das ist ein Punkt, den wollte ich jetzt noch hinzufügen bei der Geschichte, bei der rückblickenden Betrachtung. Welche Technologien schauen wir uns sehr intensiv im Moment an? Nummer 1. Mobile. Ja, unsere Web-Anwendung ist bei weitem noch nicht dort, wo sie sein könnte, im Mobile fähig machen. Dinge wie Electron, wo wir, ihr habt es vielleicht schon gehört, wo wir mit Web-Technologie unseren Desktop irgendwann begraben werden. Wir werden WPF noch länger haben als Silverlight, aber trotzdem wollen wir es irgendwann abschaffen. Wir haben heute schon Teile unseres Full-Clients in Web-Technologie implementiert. Wir denken ganz stark über Progressive Web Apps nach. Weil wir natürlich unsere Web-Applikation, dieses Konzept Offline-Fähigkeit, wollen wir auch mit der Web-Applikation nicht verlieren. Wir setzen große Hoffnungen auf das Thema Web-Components, um unsere Applikation endlich auf einem Standard basierend, komponentenorientiert, auch im User-Interface machen zu können. Und dann gibt es so einen Punkt, der lässt mich im Moment wieder gar nicht schlafen, der heißt WebAssembly. Ihr habt das vielleicht schon mal gelesen. WebAssembly, da gibt es die ersten Versuche von Microsoft. Da wird jetzt plötzlich .NET Code in WebAssembly kompiliert und dann läuft plötzlich C# im Browser. Das hat im ersten Schritt für mich so einen, kennt ihr das, wenn ihr in der Nacht aufwacht aus einem Albtraum und sagt, Silverlight? Ja, Monster, Zombie, wieder da, nein. Dieses Mal plugin-free und auf Basis von Standards. Aber trotzdem, es ist etwas, wo ich mir denke, das könnte wieder so eine Sache sein, wo wir wieder mal grundlegend drüber nachdenken müssen, wo wir eigentlich hingehen wollen. Ja, und dann schlussendlich gibt es noch die berühmten Trends hin zu ganz neuen User Interfaces, Conversational UIs, Bots und ähnliche Dinge, also sowas wie Augmented Reality spielt für uns nicht wirklich eine Rolle, aber welche Rolle spielen zukünftig Dinge wie ein Bot, wo jemand über Slack mit unserer Applikation kommunizieren kann und solche Dinge, die beschäftigen uns natürlich. Das ist alles Zukunftsplanung und ich wollte es nur mal hingeben, damit ich einfach euch mal erzähle, worüber wir uns so Gedanken machen. Wenn euch irgendwas auf dieser Slide noch nichts sagt, dann ist das vielleicht ein Hinweis darauf, dass ihr es euch ansehen könntet. Was uns die ganze Reise begleitet hat, ist, dass wir unsere Kunden als ganz entscheidende Partner sehen. Das bedeutet für uns, unsere Kunden haben einen gewissen Qualitätsanspruch. Und wir wollen als Unternehmen, gerade was das UI betrifft, nicht basteln, nicht herumdilettieren, sondern wir wollen professionelle Software entwickeln. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Wir wollen nicht heute Features und ein UI anbieten und nur weil wir morgen WPF wegwerfen und durch Electron ersetzen, einfach die Hälfte der Features von heute auf morgen streichen und unseren Kunden sagen, tut uns leid,
Wir haben nicht die Zeit gehabt, das in Webtechnologie neu umzusetzen. Geht nicht. Unsere Kunden wollen Kontinuität. Und das nehmen wir ernst. Wir wollen unsere Kundeninvestitionen schützen. Und jetzt muss ich ein wenig erklären, welche Situation wir haben. Und hier braucht ihr wahrscheinlich ein wenig eure Vorstellungskraft, um das in eure Welt zu übersetzen. Unsere Kunden investieren in unsere Software. Ja? Unsere Software ist Software as a Service. Das kostet nicht viel Geld jedes einzelne Monat. Nur die Einführung unserer Software, die kostet richtig Geld. Wir machen B2B-Software. Wir richten uns nicht an Consumer. Unser typischer B2B-Kunde, der nimmt unsere Software und investiert, indem er das User-Interface anpasst, indem er eigene Reports baut, indem er Schnittstellen baut, wo Daten reinfließen, Daten rausfließen, indem er seine Geschäftsprozesse dort drinnen modelliert. Wir sind, wenn man so will, ein wenig so ERP in dieser Ecke zu Hause. Also unsere Kunden möchten gerne, dass die Anpassungen, dieses Zuschneiden auf ihre individuellen Bedürfnisse, die sie gemacht haben, die sollen im Laufe der Zeit erhalten bleiben. Wenn wir jetzt kommen würden und sagen, wir haben eine neue Version nach 3 Jahren und leider alle deine individuellen Reports, Listen, Workflows, Anpassungen, Schnittstellen, Imports, Exports, sorry, die gehen nicht mehr, die musst du leider neu bauen, dann wären unsere Kunden sehr unglücklich. Und das haben wir für uns als entscheidenden Faktor festgelegt. Diese Kontinuität müssen und wollen wir bieten. Das können wir nicht jeden Tag wegwerfen. Stabilität ist also für unsere Kunden ein Wert. Und das ist ein wichtiges Takeaway, das ich euch mitgebe. Ich habe es schon gesagt, es gibt Kunden, die haben absolut kein Problem, im Jahr 2018 einen Silverlight-Client zu benutzen, wenn er das tut, was sie wollen. Wir als Technikerinnen und Techniker haben manchmal diese Brille auf und wir laufen zu einer Pasta und sehen die coolsten neuen Technologien und fühlen uns unglaublich schlecht, wenn wir nach Hause kommen und mit einer 5 Jahre alten Technologie Software entwickeln müssen. Ich kann euch beruhigen, eure Kunden sehen das anders. Euren Kunden ist es egal, ob der Webclient mit Angular 1 oder Angular 5 gemacht wurde. Hauptsache er tut das, was er tun soll. Wir müssen uns manchmal in die Situation unserer Kunden reinversetzen. Und ja, natürlich wollen sie, dass das User-Interface schön ist und toll ist und alle technischen Möglichkeiten ausmacht, aber am Ende des Tages viele Implementierungsdetails sind uns wichtiger als unseren Kunden. Sie schätzen manchmal Stabilität höher. Und wir dürfen, auch das ist ein Takeaway, was ich euch mitgeben möchte, wir dürfen unsere eigene Bedeutung nicht überschätzen. Wenn wir unseren Kunden sagen, weißt du was, wir haben jetzt gerade wieder ein tolles neues User-Interface-Feature eingebaut, für viele unserer Kunden ist unsere Software etwas, was sie 2-mal am Tag für 1 Minute nutzen. Die wollen sich einfach nicht drum kümmern, die wollen nicht mal unseren Newsletter lesen, wo wir so stolz sind auf diese Umstellung von OAuth irgendwas auf OAuth was anderes, ist denen sowas von egal. Wir sind nicht so wichtig für sie. Solange alles funktioniert, ist alles gut. Also Stabilität im User Interface, in dem was wir bieten, ist für unsere Kunden manchmal wesentlich. Ich sage nicht, dass es das Einzige ist. Ich sage nur, dass wir es nicht vergessen dürfen. Falls ihr übrigens anderer Meinung seid, einen Kommentar abgeben wollt oder eine Frage stellen wollt, bitte unterbrecht mich jederzeit. Sehr gerne. Mein Problem an dieser ganzen Story, die ich euch hier erzählt habe, ist die Geschwindigkeit. Sie nimmt nämlich drastisch zu. Im User Interface, im Gegensatz zum Backend, nehme ich persönlich über die letzten 10, ja, ich kann fast sagen 15 Jahre, ich habe begonnen mit C++ auf Windows 3.1 und dann kam irgendwann .NET mit WinForms und dann kamen ASP.NET, WebForms und dann kam WPF und Silverlight und Single-Page-Apps und jetzt kommen Progressive-Apps und dann gab es App-Stores. Im User-Interface sind die Änderungen enorm schnell. Und zwar nicht nur Kleinigkeiten, da ein wenig was anderes und da ein wenig was anderes, sondern fundamentale Veränderungen gehen sehr rasch schreiten sehr rasch voran und sie haben teilweise Auswirkungen sogar bis ins Backend. Der nächste Punkt, der mich wach hält in der Nacht, sind Abhängigkeiten. Abhängigkeiten zu Plattformen, Frameworks und Drittanbieterkomponenten. Wenn eine Microsoft mir ein zentrales Framework abdreht, wenn ich darauf angewiesen bin, dass Google einfach Angular 1 noch einige Jahre brav weiterentwickelt, dann ist das etwas, was mir Sorgen macht, bis zu einem gewissen Grad. Wenn ich auf ein Community-Projekt angewiesen bin, das heute zwar tolle Follower hat, wer sagt, dass es weitergeht? Darüber müssen wir nachdenken. Und schlussendlich die Herausforderung, dass diese ganze Geschwindigkeit eventuell dazu führen kann, dass sie mein Geschäftsmodell zerstört.
dass ich einfach Geld dadurch verbrenne, indem ich das erforderliche Budget oder die verfügbaren Expertinnen nicht habe, beziehungsweise mich die Opportunitätskosten auffressen. Das sind die Dinge, für die ich eine Überlebensstrategie brauche. Und darüber möchte ich jetzt vor dem Hintergrund, den ich vorher gerade erwähnt habe, von meiner Reise aus den letzten 10 Jahren, ein klein wenig sprechen. Reden wir als erstes darüber, welches mentale Modell in meinem Kopf abläuft, wenn ich darüber nachdenke, welche User-Interface-Technologie ich für die Zukunft verwende. Dieses Modell, diese Checkliste, die wir jetzt gerade gleich durchgehen werden, die mache ich auch teilweise mit Kunden, wenn es darum geht, ja, nehmen wir diese oder jene Technologie. Starten wir mit dem Thema Native, weil es sehr, sehr häufig angesprochen wird. Native bedeutet, dass wir wirklich eine User-Interface-Technologie nehmen, die für eine bestimmte Plattform die native Plattform darstellt. Ich programmiere iOS mit Swift oder Objective-C. Ich programmiere Android mit Java. Ich programmiere Windows mit UWP, Universal Windows Platform Apps. Und ihr könnt diese Liste jetzt weiter fortsetzen. Natürlich, wenn ich auf Cross-Platform Code Reuse verzichte und absolut native hier ansetze, die Möglichkeiten der Plattform optimal ausnutze, dann kann ich eben hier oben sein. Das heißt, ich kann die beste App auf dieser einen Plattform darstellen. Klar, das ist eine mögliche Entscheidung und ich kenne einige Unternehmerinnen und Unternehmer, die genau das gesagt haben. Wir sind die beste App auf iOS zu diesem und jenem Thema. Super, dann ist es für mich erledigt, dann können wir aus dieser Session aufhören, dann sind wir genau hier oben. Native as native can be ist die Antwort. Wenn die Antwort aber heißt, ich möchte gerne mehrere Plattformen erreichen. Meine Kunden haben teilweise Mobile, teilweise Desktop, teilweise Android, teilweise iOS, teilweise Windows 7, teilweise Windows 10, teilweise Windows 8. Ich will eigentlich überall und ich kann es mir nicht leisten, überall individuelle Clients zu bauen. Dann bin ich eher hier. Das ist natürlich, und das habe ich hier schon zusammengeschrieben, nicht schwarz oder weiß. Das ist ein Kontinuum an Möglichkeiten, was ich hier habe. Und es gibt zum Glück oder leider, weil wir noch eine weitere Option haben, nicht nur Native und alles Reuse, sondern es gibt viele Elemente dazwischen. Mit Xamarin kann ich Teile reusen, aber auch Teile wie die View-Schicht individuell je Plattform gestalten. Mit Xamarin Forms bin ich noch ein wenig weiter hier unten. Ich kann noch mehr reusen, weil die View zum Teil ebenfalls Cross-Plattform funktioniert und ich kann nur dort Komponenten für die jeweilige Plattform bauen, wo ich sie wirklich brauche. Ich kann mit sowas wie Cordova, Webtechnologie im App-Bereich, bin ich wahrscheinlich hier relativ weit unten, aber kann mir dann beispielsweise mit Plugins helfen, um gewisse Native-Funktionalitäten vielleicht dann doch noch hinzuzubringen. Also die Welt ist sehr bunt, aber das heißt, es ist nicht gerade einfach, diese Entscheidung zu treffen. Was heißt überhaupt Code Reuse? Ich höre so oft, wir wollen Cross-Plattform entwickeln und wir wollen Code reusen. Es gibt viele verschiedene Arten von Code und wir müssen uns überlegen, welchen Code Reuse wollen wir jetzt eigentlich und worüber reden wir? Reden wir über Geschäftslogik? Reden wir über Rechnen? Reden wir über Datenzugriffslogik? Reden wir über View-Logik? Reden wir über die View? Und das ist ein wichtiger Entscheidungsfaktor und wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier eine Business-Entscheidung treffen. Und nicht nur eine technische Entscheidung. Als Techniker sehen wir diese Optionen und haben wahrscheinlich ein Bauchgefühl, eine Passion für einen gewissen Teil. Entweder ich bin der UI-affine Typ, da möchte ich wahrscheinlich möglichst native entwickeln, oder ich habe eine Webentwicklungsvergangenheit und mir macht Cordova und Ionic und Co. Spaß. Aber ich möchte an dieser Stelle ganz klar eine Lanze dafür brechen, dass wir uns darüber Gedanken machen, was wollen wir denn eigentlich vom Businessmodell her. Wollen wir die beste App auf iOS sein oder wollen wir Cross-Plattform möglichst überall erreichbar sein? Und das ist eine strategische Entscheidung. Entweder ihr seid, so wie ich selbst, Unternehmer, dann könnt ihr sie selbst treffen, nach zig schlaflosen Nächten. Es ist im Endeffekt eine unternehmerische Entscheidung, eine Wette, die ihr eingeht. Oder auf der anderen Seite müsst ihr die Entscheidung vielleicht aufbereiten, aber dann müsst ihr von denjenigen, die diese strategische Entscheidung zu treffen haben, diese Entscheidung einfordern. Als Techniker sollten wir diese Entscheidung nicht treffen, weil es eine strategische Entscheidung ist. Die Technik von all diesen Dingen ist gut und charmant und man kann überall was Tolles bauen. Für mich sind die entscheidenden Faktoren, ist das UI der Differenzierungsfaktor, wie ich schon sagte, und brauche ich die nativen Features überhaupt?
Überall, wo ihr dort dieses Maxel seht aus Yes und No, könnte es sein, wenn ihr hier eine gewisse Entscheidung trefft, dass ihr über die User-Interface-Technologie nicht mehr nachdenken braucht. Die Reise ist zu Ende. Wenn ihr sagt, Best XY-App on iOS, dann ist es erledigt. Macht Native. Ja. Wenn ihr sagt, Best App, die überall verfügbar ist, vom Browser bis zur App bis zum Desktop, dann ist die Geschichte auch erledigt. Dann werdet ihr Web-Technologie verwenden müssen. Weil was anderes gibt es nicht, was so eine breite Verbreitung hat. Schwieriger wird es, wenn ihr irgendwo in der Mitte seid. Es kommt auch sehr stark ein weiterer Einflussfaktor. Wir sind bei den Einflussfaktoren. Ein weiterer Einflussfaktor ist die Komplexität. Wie komplex ist das UI? View-Logik. Ja? Noch wichtiger ist mir das Verhältnis aus Komplexität und Budget, was mir zur Verfügung steht. Wenn ich ein sehr komplexes UI habe, wo ich gleichzeitig viele Plattformen darstellen muss, aber ich habe wenig Budget, dann ist das gleich wieder ein Hinweis, der in Richtung Cross-Platform-Web-Technologie geht. Wenn ich ein komplexes UI habe, aber gleichzeitig ein relativ hohes Budget, dann werde ich mir möglicherweise drei getrennte Teams leisten, im Backend Code reusen, aber im Frontend native Applikationen für jede Plattform, für jedes Team darstellen. Wiederum, Design to Cost, eine strategische Entscheidung. Wie viel sind wir bereit zu zahlen? Natürlich ist es charmant, wenn ich drei Teams habe für drei Plattformen. Die Frage ist, kann ich es mir leisten? Diese Frage müssen wir wieder stellen und wiederum könnte es zu einer Ja-Nein-Entscheidung kommen. Es könnte sein, dass ich an dieser Stelle aufhöre nachzudenken und voll in Richtung Native gehe oder die Entscheidung schon getroffen habe. Der nächste Einflussfaktor, den wir als Technikerinnen und Techniker manchmal übersehen, ist, wo sind unsere Kunden? Sind die beispielsweise, verwenden die primär Mobile Phones? Welche IO-Devices stehen ihnen zur Verfügung? Eine CRUD-Anwendung, die sehr, sehr zahlenorientiert ist, wo der typische Anwender vor einem großen Monitor mit Maus und Tastatur sitzt, da werde ich nicht die User-Interface-Technologie primär im Hinblick auf die Mobile-Tauglichkeit auswählen. Wisst ihr, was ich meine? Klingt jetzt so klar und offensichtlich, nur wir tun es oft nicht. Wir schauen uns die Technik an und schauen uns an, was ist die modernste und tollste User-Interface-Technologie und vergessen erstmal darüber nachzudenken, wer sind unsere Kunden, wo sind unsere Kunden und mal ordentlich nachforschen. Was nutzen die eigentlich, was wollen die eigentlich heute und welche Trends gibt es in dem Bereich? Wieder, wenn ihr die Entscheidung treffen müsst, dann müsst ihr die Recherchearbeit machen. Und wenn ihr die Entscheidung nicht selbst trefft, dann verlangt sie von jemandem. Bereitet die Informationen auf, aber verlangt sie von jemandem. Das sollte bewusst gestroffen werden. Will ich den Desktop, Mobile, Web oder alle drei erreichen? Wichtige Sache. Welche Plattformen will ich erreichen? Windows, Linux, macOS, Android, iOS. Wenn ich zu Architektur-Workshops eingeladen werde, dann habe ich nicht selten die Situation, dass der Kunde sagt, ja, wir müssen auch noch die UI-Technologie auswählen und so weiter. Und wenn ich so simple Fragen stelle wie, ja, wo wollt ihr hin, Plattformen, dann kommt immer die Antwort, ja, grundsätzlich, unsere Kunden haben alles, wir wollen alles abdecken. Ja, habt ihr auch das Budget dafür? Seid ihr euch darüber im Klaren, was das bedeutet? Ihr wünscht euch hier gerade ein sehr teures Auto. Habt ihr überhaupt eine Chance, in diese Richtung zu gehen? Müssen wir uns nicht fokussieren? Das sind Business-Entscheidungen, die sehr wesentlich sind. Das könnte schon wieder eine Entscheidung sein. Wenn ich sage, ich will nur Mac oder nur Windows 10 oder ähnliches, dann bin ich schon wieder draußen aus dieser Entscheidung. App Stores. Will ich in den App Store? Sind meine Kunden dort? Beziehen die ihre Apps dort? Ist das wirklich ein Thema? Und vergesst in dem Bereich nicht, dass es eine wichtige Weiterentwicklung gerade gibt in dem Bereich, das sind die Progressive Web Apps. Da müssen wir genau reinschauen. Und schlussendlich, auch da kenne ich schöne Beispiele, B2B-Lösungen, die gebaut wurden für den Windows 10 Store, weil es so eine coole Technologie ist. Windows 10 ist es tatsächlich. Nur hat man leider vergessen in diesem konkreten Unternehmen, dass die Zielgruppe große B2B-Kunden sind und wenn die gehört haben, sie müssen die App aus dem Windows 10 App Store runterladen, ja, waren die meisten Vertriebsverhandlungen vorbei. Wesentliche Frage. Wo sind die Kunden? Will ich in den Browser? Wenn ich in den Browser will, ist es auch sofort klar, welche Technologie ich verwenden will. Will ich Code Reuse am Client von Desktop über App bis Browser, dann ist es klar. Übrigens, mein persönliches Herz für unser Unternehmen schlägt genau hier. Web-Technologie. Mit Web-Technologie kann ich die breiteste Palette an
Devices an UIs abdecken und deshalb setze ich sehr stark in den Bereich. Und da muss man sich die Frage stellen, will ich das? Ich kenne Unternehmen, die bewusst sagen, nein, wir sind nicht im Browser, wir sind nur in der App. Nur wenn ihr sagt, App und Browser, und denkt an die Slide vorher, und ich kann es mir nicht leisten, zwei verschiedene zentrierte Lösungen zu bauen, na, dann ist die Entscheidung auch schon getroffen. Dann seid ihr mitten in Cordova, Ionic, und dann solltet ihr schleunigst TypeScript, Angular, React oder ähnliches lernen und beginnen zu entwickeln. Der nächste Einflussfaktor. Server versus Client. Es gibt ihn noch. Ja? Es gibt ihn da oben, diesen ASP.NET Core mit Server-Side-Rendering von HTML. Auch im Jahr 2018 gibt es ihn noch. Und er ist immer noch mega relevant. Wenn wir nämlich über Kundenszenarien nachdenken. Ein Einflussfaktor könnte sein, welche Bandbreite steht mir zur Verfügung und wie sieht es denn mit Offline-Betrieb und Leistungsfähigkeit von Devices aus. Wenn mein Kunde ein sehr schwaches Device hat im Schnitt, dann werde ich mit dieser Lösung, mit dieser Single-Page-App, die alles am Client rendert, möglicherweise sehr unglücklich werden. Wenn das durchschnittliche Device aber sehr, sehr schwach ist, könnte ich mit dieser Lösung da oben eine ganze Menge gewinnen, wenn ich serverseitig den entsprechenden HTML-Code vorbereite. Ein wichtiger Einflussfaktor braucht Recherche. Offline-Betrieb. Mit dieser Lösung da oben werde ich mir mit Offline-Betrieb relativ schwer tun. Server-Side-Rendering von HTML. Mit der da unten tue ich mir schon wesentlich leichter. Single-Page-App, da lässt sich schon einiges machen in Sachen Offline-Betrieb. Was aber viele Leute bei dem Einflussfaktor in dem Bereich übersehen, ist, dass auch das Geschäftsmodell hier eine Rolle spielt. Wenn ich diesen Weg gehe, dann muss ich als Cloud-Anbieter, als Software-as-a-Service-Anbieter die gesamte Rechenleistung zum Rendering des UIs zur Verfügung stellen. Und das ist ein nicht zu unterschätzender Kostenfaktor in der Cloud. Das kostet richtig Geld, die entsprechenden Webserver zu skalieren und bereitzustellen. Das muss ich einpreisen. Hier unten läuft ein, je nachdem wie ich es aufbaue, wenn hier ein etwas fetterer Client läuft, ein nicht geringer Teil meiner Rechenlogik am Device des Kunden. Der bezahlt. Der hat das starke Telefon, den starken Desktop, das läuft bei dem. Wenn ich dann noch ein wenig Caching auf dem Client mache, reduziere ich die Anzahl der REST-Requests ganz gewaltig. Das heißt, ich kann meine ganze Infrastruktur in der Cloud deutlich schlanker auslegen. Ich gehe noch weiter. Wenn der hier zum Beispiel offline-fähig ist und der hier kurz ausfällt, dann merkt der Kunde das möglicherweise nicht. Das beeinflusst massiv meinen Supportaufwand, wenn ich irgendeinen kurzen Hiccup in der Cloud habe, bin 2 Minuten nicht erreichbar. Wenn das hier vorne gut gelöst ist, dann merken das viele Kunden möglicherweise gar nicht. Denkt an euer Outlook. Das Outlook geht in vielen Fällen auch immer noch. Und wenn ihr im Zug sitzt und ihr habt 30 Sekunden Outage, mein Gott, an der E-Mail schreibt ihr trotzdem weiter. Und die, wenn ihr sie versendet, na, dann geht sie im Hintergrund in 30 Sekunden später raus. Das ist ein wichtiger Einflussfaktor, der oft übersehen wird. Man sagt sehr gern, ja, ich will unbedingt möglichst serviceorientiert und wir packen die ganzen Dienste auf den Server, entweder hier oder hier, machen den Client schlank, dann können wir viele verschiedene Services haben. Schön, könnt ihr machen, kostet euch Geld. Kostet euch richtig viel Geld. Eine Desktop-App, die ihr installiert, die diese 16 Cores, die euer durchschnittlicher Kunde vielleicht in seinem Laptop drin hat, endlich wirklich ausnutzt, die lokal was auf dieser SSD, die ein Terabyte groß ist, weil ein durchschnittlichen Kunde auch wirklich was speichert, ja, das nimmt euch tatsächlich verdammt viel Rechenleistung da hinten weg und ihr müsst nicht dafür bezahlen. Skaliert auch wunderbar. Ihr habt plötzlich 100.000 Kunden mehr, dann habt ihr 100.000 dicke, fette Desktops mehr in eurer Cloud. Wisst ihr, was ich meine? Wichtiger Einflussfaktor, nicht zu vergessen. Könnte sein, dass das eine entscheidende Beeinflussung ist der Architektur. Dann kommen wir zu einem Punkt, der vielleicht etwas Spezifisches für uns. Das Thema Erweiterbarkeit. Wir bauen B2B-Software und wir bauen Standardlösungen. Wir machen also kein One-Off-Development, ich baue einmal eine Lösung für einen Kunden, für ein Department, sondern was wir tun, wir bauen eine Standardlösung und möchten mit dieser Standardlösung viele Kunden zufriedenstellen. Das heißt, sie können diese Kunden, das sind bei uns B2B-Kunden beispielsweise, das ist bei uns auch Multi-Tenancy in der Cloud, das heißt, wir haben eine geschärte Infrastruktur und in dieser eine geschärten Infrastruktur arbeiten viele, viele Kunden. Das ist das
Microsoft Office 365 Modell, das CRM Online Modell und das Modell von Salesforce und Co. Es ist nicht so, dass ein Kunde zu uns kommt und dann fahren wir individuell eine eigene Umgebung hoch für den Kunden und der mietet die quasi Single-Tenant-mäßig. Nein, wir betreiben die gescherte Infrastruktur. Und in dieser gescherten Infrastruktur kann der Kunde, wenn er mag, entweder nur das Branding ändern, das ist leicht, aber er kann funktionale und Anpassungen auch im User-Interface durchführen. Wenn ihr diese Herausforderung habt, wenn ihr Standardlösungen bauen wollt und wenn ihr davon ausgeht, dass nicht jeder Kunde gleich ist und dass ihr nicht alle Kunden über einen Kamm scheren könnt, dann werdet ihr im User Interface entsprechend, gerade bei einer Software-as-a-Service-Lösung, entsprechende Funktionen vorbereiten müssen und die beeinflussen die zu wählende User Interface-Technologie ganz gewaltig. Stellt euch mal vor, ihr liefert eine vorkompilierte statische Angular-App aus und dann möchtet ihr jedem Kunden die Möglichkeit geben, dass er da irgendwelche User-Interface-Plugins irgendwie anpasst oder erweitert. Das ist auf dieser Technologie relativ schwierig. Macht das Gleiche mit einer Webseite, einer mobilen Web-App, die vielleicht progressive ist und hey, das ist es, was HTML und JavaScript wirklich gut können, oder? Also, wichtiger Punkt, der drin steckt, das hängt wieder sehr stark auch mit dem Geschäftsmodell zusammen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich baue Standardlösung und stellt euch vor, Microsoft, wie machen die das? Eine Standardlösung von Microsoft und da gibt es ein ganzes Ökosystem an Partnern, die über APIs sowohl im User Interface als auch im Backend die Sache erweitern, ist ein wesentlicher Entscheidungsfaktor, Einflussfaktor für die User Interface Technologieauswahl. Einer der letzten Einflussfaktoren, auf die ich eingehen möchte, bevor wir in das Thema Architektur einsteigen, ist das Thema Know-how und Passion. Ich halte es für wirklich wesentlich. In vielen Unternehmen sind sehr viele der Faktoren, die ich gerade besprochen habe, vielleicht klar, vielleicht nicht so klar. In vielen Fällen kommt einfach raus, hey, es gibt 3, 4 verschiedene Optionen und eigentlich sind alle gar nicht so schlecht. Und dann ist es sehr schwierig, zu einer Entscheidung zu kommen. Und dann kommt es auf einen Faktor an und wir sollten uns nicht dafür schämen, denn gibt es wirklich, was habe ich denn für Erfahrungen? Was wissen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Welche externen Ressourcen stehen mir zur Verfügung? Welche Konzepte kenne ich schon? Wenn ich sehr stark aus einer MVVM-Ecke mit WPF komme, dann wird mir möglicherweise Angular näher liegen als React. Beide Plattformen sind toll, aber React ist doch ein sehr anderes Konzept. Das ist nichts Schlechtes, das ist ein Faktor, mit dem wir rechnen müssen. Wo gibt es mehr Ressourcen, Lernmaterial und so weiter? Da würde ich mich vielleicht für das 27. Framework von Lynx, das esoterisch ist und wo es noch überhaupt keine Community dazu gibt und ich niemanden fragen kann, dann wäre ich skeptisch, wenn ich hier eine ernsthafte User-Interface-Technologie-Entscheidung treffen muss für ein Projekt, wo meine berufliche Karriere dranhängt. Und schlussendlich vergessen wir nicht, Passion. Das ist etwas, was viele Firmen übersehen und ich habe nicht wenige Projekte daran scheitern gesehen. Dass man eine Entscheidung trifft, wo die späteren Entwicklerinnen und Entwickler todunglücklich mit dieser User-Interface-Technologie sind, weil sie einfach nicht wollen, weil sie sie schlecht finden. Und wenn ich dann entscheidende Schlüsselpersonen aus dem Projekt verliere, nur weil ich eine Entscheidung getroffen habe, die jemand überhaupt nicht mittragen will, dann muss ich das von anderen. Dann ist das ein Faktor, das ist ein wichtiger Faktor. Wenn ihr ein kleines Team habt, ich weiß nicht, wie viele von euch in hunderten Personenteams arbeiten, viele werden wahrscheinlich in kleinen Teams arbeiten, da hängt es manchmal an einzelnen Personen und das ist nichts, wofür man sich schämen kann. Wenn man einfach diese Technologie nicht will und damit nicht arbeiten wird, dann ist das ein Einflussfaktor. Wir können ihn nicht verneinen, er ist da. Der letzte Punkt ist der schwierigste, das Potenzial. Wir betrachten nämlich immer das, was in der Vergangenheit war, was aktuell da ist. Aber wir müssen darüber nachdenken, wenn wir heute eine User-Interface-Technologie auswählen, welches Zukunftspotenzial hat. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Können wir aus der Vergangenheit auf die Zukunft schließen? Ganz schwierig. Zum Glück gibt es heute offene Communities. Dinge wie Open Source, GitHub, wo ich reinschauen kann, wie groß ist die Community. Hier heißt es wirklich substanziell nachforschen und schauen, wie ernsthaft ist es denen. Unsere gesamte Firma hängt mit Gedeih und Verderb an gewissen Technologieentscheidungen von Microsoft. Und deshalb investiere ich wirklich viel Zeit, zu verstehen, wie diese Firma funktioniert,
damit ich früh Warnsignale erkennen würde, wenn, ja, wenn sie vielleicht in die falsche Richtung gehen. Das ist ein Punkt, im Business-Bereich ist er nicht zu unterschätzen. Viele Frameworks sind heute Open Source und viele Unternehmen wollen aber garantierte Wartung von gewissen Plattformen. Und ich muss euch sagen, ich bin nicht unglücklich darüber, dass Microsoft die Wartung für Silverlight bis 2021 garantiert. Das sind immer noch 3 Jahre. Als sie es abgekündigt haben, waren es, glaube ich, 8 Jahre, die sie versprochen haben, garantiert, schriftlich, dass sie weiterhin diese Plattform warten. Und sie werden es nicht vor 2021 aus dem Internet Explorer auslöschen können und er läuft immer noch unter Windows 10. Das ist ein Faktor. Auch wenn ich mich technologisch schlecht fühle, wenn es immer noch ein paar Kunden gibt, die von uns den Silverlight-Client verwenden, aber aus Business-Sicht ist es ein Entscheidungsfaktor, den wir nicht unberücksichtigt lassen dürfen. Und es könnte sein, dass manche Technologien vielleicht deshalb ausgeschieden werden. Welche Tools und Entwicklungsumgebung gibt es? Erster Punkt, die Entscheidungskriterien. Wenn ihr beim nächsten Projekt, bei einem nächsten großen Projekt eine UI-Entscheidung treffen müsst, dann nehmt doch einfach meine Slides her und nehmt das als Checkliste her und versucht für jeden dieser Punkte eine Antwort zu finden. Vielleicht gemeinsam mit euren Entscheidungsträgern, die produktpolitisch für diese Entscheidungen verantwortlich sind. Und dann versucht mal eure Bauchgefühle zur Seite zu legen und schaut, was rauskommt. Und dann vergleicht das mit eurem Bauchgefühl, wo ihr hin wollt. Wenn es übereinstimmt, super. Wenn es nicht übereinstimmt, dann muss man vielleicht noch etwas genauer hinschauen. Wenn ihr sehr unsicher seid, macht ein paar Prototypen oder ähnliches. Da lässt sich dann schon einiges erreichen. Jetzt schauen wir in Richtung Architektur. Wie sehe ich das Ganze? Wie bauen wir User Interfaces auf von der Architektur her? Nummer 1, das berühmte Thema Serviceorientierung. Serviceorientierung ist toll. Also ich höre immer wieder und ich habe auch heute in einigen Talks habe ich zugehört und es wird immer wieder erzählt, ja, ihr braucht eine ordentliche Service-Schicht. Ja. Die Service-Schicht muss da sein, dann ist das User-Interface schlank und dann können wir die User-Interface tauschen und wenn alle 2 Jahre eine neue User-Interface-Technologie rauskommt, werfen wir es einfach weg und bauen das User-Interface neu. Funktioniert toll, ja, alles kein Thema. Aber es gibt einige Aber, die ihr nicht vergessen dürft. Und einige dieser Aber treffen uns und deshalb sehen wir das mit dem Service ein wenig kritisch. Erstens, dieses Ding ist ein Killer. Offline-Fähigkeit. Wenn Offline-Fähigkeit gefordert ist, dann löst sie, dann habt ihr gleich eine ganze Welle an Problemen mehr. Und das ist so eine Entscheidung, wo ich immer, wenn ich zu Kunden hingehe und über Architektur rede, ist eine der ersten Fragen, die ich stelle. Braucht ihr Offline-Fähigkeit im UI? Muss das funktionieren, wenn die Cloud nicht da ist? Braucht das der Mann oder die Frau, die draußen im Feld sind, ist der irgendwo in der dritten Untergeschoss, wo weit und breit kein WLAN und nichts mehr da ist? Ist das etwas, was ein Reisender mitnimmt, wenn er irgendwo im Iran auf einer, keine Ahnung, Baustelle sitzt und dort hat er weit und breit kein Internet und das System muss 3 Wochen noch weiter funktionieren? Wenn das so ist, dann müssen wir zumindest Teile der Logik in das UI, in die Client-Applikation mit übernehmen können. Und dann brauchen wir plötzlich eine Plattform, die in der Lage ist, den gleichen Code hier in der Cloud und hier am Client auszuführen. Challenge. Keine geringe Challenge. Also Offline-Fähigkeit ist wichtig. Gleiches gilt im Data-Storage-Bereich. Toll, wenn ihr, keine Ahnung, Cosmos DB mit SQL-API verwendet in der Cloud. Das ist ein tolles System. Das Problem ist nur, da draußen gibt es das nicht. Und wenn ihr offline-fähig seid und die Daten hier draußen halten müsst, könnt ihr 2 verschiedene Data-Access-Schichten bauen und Logiken und ähnliches. Ja klar, kostet sehr viel Geld. Ansonsten muss ich mir überlegen, was habe ich hier, was kann ich lokal installieren, wie gehe ich damit um? Ein SQL-Server stünde mir vielleicht lokal zur Verfügung, vielleicht auch nicht. SQLite steht mir zur Verfügung, auf der anderen Seite nicht. Das sind Einflussfaktoren, die die Architektur des User-Interfaces deutlich beeinflussen. Auch Bandbreite und Latenz, wenn der da vorne typischerweise sehr langsame Leitungen hat, dann werde ich möglicherweise wesentlich mehr Logik hier reinlegen müssen und dann werde ich nicht wegen jeder Formvalidierung die gesamten Daten an den Server schicken, um alles in Service zu kapseln und den User-Interface-Client schlank halten zu können. Das wird nicht gehen. Dann brauche ich Logik, die sowohl hier als auch hier läuft, denn ich will die Formvalidierung nicht 2-mal implementieren. Einmal im Service und einmal im Client. Einmal in JavaScript und einmal in C#. Ich will es nicht spielen. Die Cloud-Kosten habe ich schon erwähnt. Customizations und ja, API-Security.
wird oft übersehen. Viele laufen im Moment ganz zielstrebig Richtung Single-Page-Apps, da sind wir da draußen. Und dann sagen sie, ja, wir machen REST-API im Backend. Unterschätzt die Problematik einer öffentlichen API nicht. Wenn ich einfach HTML generiere, dann sind die Angriffsszenarien teilweise deutlich geringer. Dinge wie Authentifizierung wird deutlich einfacher. Eine API, eine REST-API professionell zu betreiben, ja, wenn man sie mal hat, ist es ein sehr schönes Gefühl, kann ich euch aus Erfahrung sagen. Aber sie zu betreiben, sie zu schützen, sie zu designen und die ganzen Security-Mechanismen dahinten zu beherrschen, das sind Kosten. Vielleicht, wenn das Geld sehr knapp ist und wenn ich mehr auf Features schaue, ist es eine Überlegung wert, vielleicht doch etwas mehr am Server zu rendern. Auch das ist schon wieder ein Einflussfaktor. Versucht mal Server-Side-Rendering mit einem Angular 1.x-Projekt zu machen, sehr schwierig. Auf der anderen Seite versucht mal einen Teil eurer dynamischen Website-Generierung am Server mit C# zu machen, beispielsweise ASP.NET MVC, wenn ihr am Client Angular 5 einsetzt, mit einer ahead-of-time kompilierten Applikation. Wenn ein paar im Publikum jetzt vielleicht wissen, was ich meine. Das sind alles nicht einfach zu kombinierende Dinge. Das sind keine trivialen Entscheidungen. Möglicherweise, wenn ihr diese Checkliste hier durchgeht, werdet ihr gewisse Technologien ausscheiden können, weil sie nicht funktionieren. Der nächste Punkt, der für uns in der Architektur eine entscheidende Rolle spielt, ist, ich habe schon gesagt, wir machen B2B-Lösungen, allerdings denken wir sehr stark in Software Factories. Wir sind, ich sage immer dazu, nicht die Kunsttischler. Wir sind nicht die Individualsoftwareentwickler, die One-Off-Development machen. Zu uns kommen viele Kunden und sagen, ich hätte gern die Lösung, aber sie muss hier und hier ein klein wenig anders aussehen und das möchte ich so und das möchte ich so und das möchte ich so. Und wir sind nicht die Kunsttischler, die dann hergehen und sagen, File New Project und wir machen dir das genauso, lieber Kunde, wie du das haben willst. Das tun wir nicht. Sondern wir sind die IKEA-Billy-Regal-Hersteller. Ja? Wir machen halbfertige Dinge, das kann man verwenden. Ja? Ein Billy-Regal, da kann man Bücher reinstellen. Aber im Regelfall macht der Kunde was damit. Der schneidet was raus, der malt das Ding an, der tut noch irgendwas damit. Und das ist unser Selbstverständnis, wie wir Business-to-Business-Anwendungen in der Cloud Multi-Tenancy bauen. Wir sind spezialisiert auf eine gewisse Domäne. Und diese Sache hier, die hier, möchte ich immer wieder euch jetzt nahelegen. Seid euch darüber im Klaren, in welcher Domäne ihr arbeitet. Und seid euch darüber im Klaren, dass .NET keine domänenspezifische Entwicklungsumgebung ist. File New Project in Visual Studio ist wahrscheinlich die teuerste Art und Weise, wie man ein Projekt beginnen kann. Ich muss mir darüber im Klaren sein, welche Art von Software baue ich. Und wenn ich mir darüber im Klaren bin, muss ich mich bewusst einschränken. Ich muss definieren, welche Stereotypen gibt es bei mir, wie sehen User-Interface-Prinzipien, wie sehen User-Interface-Logiken aus und die muss ich standardisieren und die muss ich dann immer wieder hocheffizient herstellen können. Ich brauche Class-Libraries, domänenspezifische Sprachen und so weiter, die mir nicht mehr die Freiheit eines .NETs bieten, sondern auf meinen Anwendungsfall hin spezialisiert sind. Und die kann ich dann einsetzen, um kundenspezifische Wünsche schnell und effizient zu erfüllen. Ich erkläre euch nochmal, was ich damit meine, mit einem Bild, das ich immer wieder verwende und viele haben es wahrscheinlich schon gehört. Die Pizzeria. Wenn ihr in die Pizzeria geht und eine Pizza Salami bestellt, dann ist das eine domänenspezifische Spezialisierung. Das ist ein italienisches Lokal und die wissen, dass sie hocheffizient Pizzen machen müssen. Ihr müsst nicht hingehen und File New Project sagen, bitte nehmen Sie Weizenmehl, fügen Sie bitte Wasser hinzu, ein wenig Salz. Das wäre die Individualsoftwareentwicklung. So verstehen wir uns nicht. Sondern wir wollen User Interfaces bauen, die anpassbar sind, aber gezielt auf unsere Domäne hin. Das heißt, unser oberstes Prinzip ist Economy of Scope. Wir machen viele ähnliche Designs auf Grundlage gemeinsamer Techniken und Technologien. Das ist es, wie wir verdienen wollen. Wir sind optimal in dem und dem Bereich zu Hause. Und das klingt jetzt alles einfacher, als es ist. Denn ihr müsst dann eure Endbenutzer erziehen. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie ein gewisses Portfolio an Billigregalen zur Verfügung haben. Und wenn die jetzt plötzlich kommen und sagen, ja, ich will das in Birke weiß geölt,
dann ist das gleich der Schritt raus aus der Domäne hin zu File New Project und ihr könnt gleich sagen, gerne, Birke weiß geölt, Preis mal 25. Darauf läuft es nämlich hinaus. Ihr müsst in der Lage sein, in eurer Domäne gewisse Szenarien hocheffizient abzubilden und das will ich im User Interface wiederfinden. In Form von domänenspezifischen Sprachen, vorgefertigten User Controls, die aber nicht irgendwo von einem Anbieter gekauft wurden, sondern auf euren Anwendungsfall spezialisiert sind und die ich dann Lego-artig zusammenstecken kann. Das ist, was ich gerne in der Software sehen möchte, in einer Architektur. Was meine ich damit? Hier visualisiert. Das ist One of Development. File New Project, File New Project. Kunsttischlerei. Genau das, was sich der Kunde wünscht. Ich möchte aber gerne mehr dieser Common Components sehen. Das machen die meisten von euch, da bin ich mir sicher. Wo aber ich hin möchte, ist diese Welt. Ich möchte, dass diese Common Components wesentlich größer sind und auf eure Anwendungsfälle hin zugeschnitten. Standardisiert. Ich möchte, dass es Patterns, Practices und Guidelines für typische Szenarien gibt. Ich möchte, wenn ich einen Code-Review bei euch machen würde, dann würde ich gern zu euch hinkommen und ihr sagt dann einfach, schaut her, das typische Szenario beim Kunden ist A, B, C, einen Workflow anpassen, ein Formular anpassen, drei neue Reports erstellen. Das ist das How-To dazu und mit diesen 7 einfachen Schritten decken wir 90% aller Kundenanforderungen ab. Und so ändern wir diese UI-Parameter und alles ist gut. Diese Art von Denken möchte ich gerne haben in der UI-Architektur. Ja. Das ist ja eigentlich eine Customization auf einer unteren Ebene, oder? Das ist eine Customization, ja, wo die Ebene ist, das kommt darauf an, wie sehr man es anpassen kann. Wir sind in unserer Software so weit gegangen, dass man Tabellen hinzufügen kann, Spalten hinzufügen kann, jedes Formular umgestalten. Das kann man komplett umändern, ohne jemals eine Zeile sich sharp, eng oder sonst irgendwas schreiben zu müssen. Ich zeige es euch gleich in zwei, drei Folien. Mir ist aber das Wichtige, diese domänenspezifische Einschränkung. Und das ist das, was ich immer wieder sehe, wo dann Leute sagen, ja, wir können uns aber nicht einschränken, weil irgendwie jedes Formular schaut anders aus. Und manchmal ist das Feld grün und beim nächsten Mal ist es rot und beim 27. Mal muss es gelb blinken. Das heißt, wir müssen leider jedes Mal wieder mit File New Project eine ganz eigene Komponente mit C# schreiben. Das ist genau das, was wir als Technikerinnen und Techniker oft wollen, nur das tun wir nicht. Das tun wir hier nicht, wir wollen effizienter sein. Ah, da gehe ich jetzt mal drüber, das ist mir jetzt nicht so wichtig. Ich breche eine Lanze in UI für Model-Driven Development. Was ich gerne möchte, ist, dass wir als Architekten, wenn wir ein User-Interface erstellen, dass wir in diesen Metamodellen denken. Was sind die Bausteine, die wir bauen, die Lego-Bausteine? Und dann gibt es möglicherweise andere Teams, Beratungsteams, externe Partner, Vertriebspartner, die diese Lego-Bausteine nehmen, zusammenstecken und dann gibt es vielleicht auf der nächsten Abstraktionsstufe noch den End-User, der nur noch ein Häkchen setzt und dann die letzte kleine Anpassung macht, die er noch gerne haben möchte. Aber ich möchte gerne im User-Interface-Design diese Schichten hier sehen und diese Abbildungen erkennen und nicht jedes Mal mit der Kunsttischler mit File New Project beginnen. So. Und jetzt zeige ich euch mal, wie wir beispielsweise dieses Problem lösen, um es etwas konkreter zu machen. Wir haben für uns beschlossen, dass wir am Beginn der Softwareentwicklung ein Metamodell erstellen, indem wir sagen, was sind die entscheidenden Begriffe, mit denen wir zu tun haben? Das sind, ja, was sind die Stereotypen, die wir immer wieder finden? Und da haben wir dann ein Modell erstellt und im Prinzip programmieren wir jetzt, was das User Interface betrifft, nicht jedes Mal Angular oder React und ich setze mich hin und wenn ich 200 Formulare habe für 200 verschiedene Einsatzszenarien, mache jedes Mal File New Project oder ng add component bla und dann baue ich die nächste Form und die nächste Form und dann brauche ich 200 Leute, die mal 3 Wochen nichts anderes tun, als eine Form nach der anderen in der nächsten User Interface Technologie wiederzuentwickeln, sondern ich definiere mir ein Modell, das hier, das beschreibt, wie mein User Interface aussehen soll. Und dann entwickle ich im Wesentlichen entweder Code-Generatoren oder Interpreter, die ich später tauschen kann. Das hier, in dem Modell, in dem Bereich, bin ich wahnsinnig heikel bezüglich der zu verwendenden Technologien. Hier will ich nur Dinge haben, die uralt sind, super stabil und mit Sicherheit auch in 10 Jahren noch existiert. XML, Textdateien,
JSON, solche Dinge, ja, HTTP. HTTP ist 15 Jahre alt und wir sind bei der Version 2.0. Im Wesentlichen arbeiten die meisten noch mit 1.1. Nach 15 Jahren. Das ist stabile Technologie, ja, das gefällt mir. HTML, das ist eine stabile Technologie, die wird es noch lange geben. In dem Bereich bin ich heikel. Und hier schreiben wir Runtimes oder Interpreter, die dieses Modell nehmen und im Endeffekt dann das UI dynamisch generieren. Entweder zur Compile-Zeit oder zur Laufzeit. Das ist es, was ich gerne haben möchte. Ich zeige euch das mal an ein paar Grafiken. Oh, das sieht man ganz schlecht. Da werde ich dann doch ganz kurz in die Applikation einsteigen. Das ist jetzt sowas. Beispielsweise ich zeige euch, wie wir eine Form, ein Formular beschreiben. Nehmen wir her, ja, nehmen wir die hier her. Was wir gebaut haben in dem Bereich, ich zoome da ein klein wenig rein, dann werdet ihr es etwas besser sehen, ist im Prinzip eine domänenspezifische XML-basierte Beschreibungssprache für Formulare. Das ist kein WPF, was ihr seht, das ist XML. Wir haben für uns definiert unsere Formulare, die haben Reiter, die haben Abschnitte, die haben gewisse Zellen da drinnen und dann haben wir eine Beschreibungssprache geschrieben, in der ich dann einfach sage, wie möchte ich das alles anordnen, aber das bietet mir bewusst nicht die Flexibilität, die mir WPF, Silverlight oder sonstige Dinge bietet, sondern ich habe mich eingeschränkt auf gewisse Dinge, die wir immer wieder finden, ganz bewusst selbst zurückgenommen. Und das an dieser Stelle ist wohl dokumentiert und auf dieser Ebene definieren wir unser Modell. Und deshalb können wir an dieser Stelle, ich gehe jetzt nochmal zurück, dieses Modell, das ihr hier gerade gesehen habt, nehmt dieses XML an dieser Stelle einfach mal so mit. Das gibt es auch von Microsoft, eine RDL, eine Report Definition Language, ist genau das gleiche Prinzip. Dieses Modell nehmen wir und generieren daraus eine WPF-UI, eine Silverlight-UI, eine Angular-UI, eine Angular.js-UI, was immer wir haben wollen. Und unsere Kunden, die seit 10 Jahren unsere Kunden sind und unser System deutlich angepasst haben, an ihre Wünsche hin zugeschnitten haben, die vielen Formulare, die wir selbst mühsam entwickelt haben im Lauf der Zeit, die gibt es ohne eine Strichänderung seit der WPF-Version. Genauso mit Silverlight, mit HTML, mit Angular werden wir in diese Dinge investieren und hier uns domänenspezifisch gewisse Dinge vorgenommen haben. Und das ist eine Architektur, wie wir es eben sehen, wie wir zukunftsträchtig relativ flexibel für den Austausch der User Interface Komponenten sind. Das habe ich euch schon gezeigt. 60 Minuten sind so kurz und man könnte über jedes dieser Themen so lange reden. Aber ich möchte euch mit ein paar Tipps vielleicht am Ende dieses Tages dann rausschicken und da können wir gerne noch ein wenig diskutieren. Der erste Tipp ist, vergesst eure Kunden nicht. Ich habe es am Beginn gesagt. Wir als Technikerinnen und Techniker nehmen es oft zu wichtig und wir vergessen, dass der wichtigste Einflussfaktor für die Auswahl der User Interface Technologie unser Kunde ist. Wie viel Zeit wird in euren Unternehmen wirklich in Marktforschung, in Sprechen mit potenziellen Kunden investiert, in drüber nachdenken, was der Kunde braucht, im Vergleich zu technischen Spielereien, wo irgendwelche User-Interface-Technologien aus der technischen Sicht experimentiert werden. In vielen Unternehmen, ich will Ihnen zu unterstellen, in vielen Unternehmen ist das Verhältnis verkehrt rum. Wir brauchen mehr Zeit im Produktmanagement, im Nachdenken, wo unser Kunde ist, mit dem Kunden reden und dann tun wir uns bei der Technologieauswahl teilweise wesentlich leichter. Setzt auf Standards. Es war die größte Eselei meiner Berufskarriere, auf Silverlight zu setzen. Silverlight war ein proprietäres Plugin. Das hätte ich eigentlich erkennen können, rückblickend, dass das eine dumme Idee war. Bei WebAssembly sehe ich die Sache positiver, auch wenn ich schon mal auf die Nase gefallen bin mit sowas wie Sharp im Browser. Aber dort haben wir einen W3C-Standard, den alle Browser auch tatsächlich implementieren oder implementieren werden hoffentlich. Das sehe ich mir sehr genau an. Standards spielen eine große Rolle. Sucht euch starke Partner. Starke Partner heißt starke Projekte und geht vielleicht, wenn es wirklich um eure berufliche Karriere geht, der ein oder anderen Experiment aus dem Weg. Wenn es so ein brandneues Community-Projekt gibt, das ihr wahnsinnig sexy findet und ihr es gerne mal ausprobieren wollt, wunderbar in einem Side-Project, bitte. Kein Problem. Macht das ihr auf der Homepage für euren Handballverein oder was immer ihr tut, kein Problem. Aber nehmt es vielleicht nicht ins wichtigste geschäftliche Projekt mit rein.
Fokussiert euch auf gewisse Szenarien. Manche wollen gleichzeitig Fisch und Fleisch sein und sind nichts davon. Wir wollen auf allen Plattformen verfügbar sein. Und dann gibt es blöderweise auf jeder dieser Plattformen einen Konkurrenten, der sich nur auf diese eine Plattform fokussiert und euch sowas von um die Ohren fährt, weil es ihm viel leichter fällt, auf dieser einen Plattform sich zu fokussieren. Und ihr seid überall verfügbar, aber überall nur so halb. Wenn das euer Szenario ist, dann müsst ihr das User Interface entsprechend bauen. Kennt eure Szenarien, definiert sie und verlangt Vorgaben von euren Entscheidungsträgern und unternehmerischen Entscheidern. Ja, das ist etwas, was nicht wir als Technikerinnen oder Techniker machen wollen. Solltet ihr selbstständig sein oder darüber nachdenken, selbstständig werden, stellt euch darauf ein, dass ihr darüber viel, viel nachdenken werdet. Und ihr werdet weniger Code schreiben und mehr schlaflos über Szenarien nachdenken. Und der letzte Punkt ist der hier. Macht euch nicht verrückt. Das ist fast mein Wichtigster. Nur weil ihr hier auf der Basta lernt, dass nächste Woche eine neue Miner-Version von sonst was rauskommt und ihr seid noch nicht dort und habt nächste Woche noch keine Zeit, diesen Versionssprung zu machen, relax, okay? In der Zeit von Open Source bekommen wir teilweise die Informationen schon viel zu früh. Das ist eine Alpha und die stellt um Gottes Willen alles in Frage, was wir gerade tun und ein Experiment von dieser Community-Gruppe, das heißt noch lange nicht, dass wir deshalb panisch alles zur Seite werfen müssen und alle unsere langfristigen Strategien in Frage stellen. Wir sollten Software so gestalten, das habt ihr gesehen bei diesem Model-Driven Development, wir sollten sie so gestalten, dass wir genau wissen, was sind unsere langfristig fundamentalen Werte in unserer Architektur. Eine der wichtigsten Fragen, die ich bei jedem Architektur-Workshop stelle. Was sind eure fundamentalen Bausteine? Woran glaubt ihr, was auch in 10 Jahren noch gleich sein wird? Und diese Dinge sollen es ermöglichen, dass die Dinge, wo ihr nicht festlegen könnt, wie es aussehen wird, zum Beispiel User Interfaces, sich schnell bewegen. Das meinte ich mit diesem domänenspezifischen Modell. Und dann kann ich es recht locker sehen, dann bedeutet das für mich, dass ich nicht gleich nervös werde, nur weil ein neuer Modetrend daherkommt. Ich kann ihn mal beobachten und dann im Laufe der Zeit dorthin gehen. Unsere Kunden sind sowieso mehr an den Szenarien und in ihren Funktionen interessiert, als an den UI-Designs oder der Frage, ob es Angular 1 oder React Native oder Xamarin ist. Hauptsache die Software tut das, was sie tut. Ich hoffe, diese doch etwas abstrakte Session, diese strategische Session, wo wir darüber nachgedacht haben, wie wir denn Software entwickeln, war trotzdem für jeden von euch, es war was dabei, ihr könnt es mitnehmen, ihr könnt vielleicht diese Slides nochmal hernehmen, um eure eigene Strategie zu schärfen, festzuhalten. Ich sage herzlichen Dank, es war meine letzte Session auf dieser Basta 2018 Sprint. Ich werde mich heute Abend auf den Heimweg machen. Hat mich gefreut, dass so viele da sind. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Abendprogramm und eine wunderschöne Woche hier auf der Basta. Dankeschön.